So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen oder vielleicht ist es auch eine Hot Challenge, ich weiß es noch nicht, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich habe gedacht, ich fahre jetzt bald hier nach München und da wollte ich dann die Samyang Bulldog Soßen mitnehmen, beziehungsweise die eine, weil eine wollte ich mal dem Hannes mitgeben, auch zum Probieren. Ich habe ja 3 Stück gehabt von den schwarzen und jetzt habe ich gedacht, ich habe noch andere Soßen und vielleicht können wir ja wieder so ein paar coole Videos machen und gerade für den Iswo habe ich gedacht, vielleicht hat er da Lust, mal was Neues zu probieren. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe noch 2 Soßen hier, die ich noch nicht probiert habe, die mir geschickt wurden. Eine kam von der Amazon-Wunschliste und eine wurde mir direkt so geschickt im Fan-Paket. Ich möchte beide heute probieren. Ich denke mal, die hier wird richtig brutal. Die, denke ich mal, ist für mich noch ganz angenehm. Das ist nämlich einmal hier eine Sriracha Blackout Sauce. Wenn ihr Flying Goose kennt, die Flying Goose Brand, die macht ja immer solche Sriracha-Soßen, die ich persönlich ganz cool finde. Die hier ist aber was Besonderes, das ist die Blackout. Hier steht besonders scharfe Sriracha-Chili-Soße. Es gibt ja die mit dem grünen Deckel, es gibt die mit dem roten Deckel. Die hat einfach den schwarzen Deckel. Sriracha Blackout. Hier ist auch nochmal so ein Pub dabei, da steht auch nochmal Blackout. Also total gefährlich, richtig brutal. Dann müssen wir natürlich mal aufmachen. Dann müssen wir die auf den Hotdog draufpacken. Denn wir haben wieder einen Hotdog geholt, damit wir Hotdog essen können mit der Soße. Und die hier, this sauce will blow you away. 600.000 Scoville Mad Dog 357 Hot Sauce made with 6 Millionen Scoville Pfefferextrakt. Also die ist aus 6 Millionen Scoville Pfefferextrakt und müsste trotzdem eine Schärfe von 600.000 Scoville haben. Use it at your own risk. This sauce is very hot. Also auf eigene Verantwortung, auf eigene Gefahr. Die Sauce ist sehr scharf. Musste schütteln vorher. Die sieht auf jeden Fall sehr verdächtig auf. Dieses Produkt ist extrem scharf, darf nicht in die Hände von Kindern oder schärfeempfindlichen Menschen gelangen. Nur stark verdünnt verwenden. Maximale Dosierung pro Tag 14 Gramm. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was mich erwartet. Wir haben hier Hotdogs am Start. Habe ich gedacht, einen vielleicht. So die Hälfte, mal die eine Soße, mal die andere Soße. Dann habe ich wieder mein Löffelchen und habe gedacht, vielleicht die Soße mal so probieren. Die macht mich ein bisschen stutzig, wenn da alles so draufsteht. Wir fangen jetzt erstmal an mit der Sriracha. Sriracha Blackout Sauce von der Flying Goose Brand. Wir ziehen also hier den Deckel ab, die war noch komplett zu. Machen den Deckel wieder drauf. Wir lesen auf jeden Fall 70% Chili, dann ist noch so Knoblauch drin und ja, das ist wahrscheinlich einfach wirklich eine reine Chili-Soße. Da braucht ihr jetzt keine anderen Sachen zu erwarten. Besonders scharf, aber ich denke mal nicht, dass das jetzt extrem scharf ist. Ich bin ja einiges gewohnt, die wird bestimmt funktionieren für mich. Ich werde jetzt hier ab der Mitte nach außen hin eine Linie ziehen. So, jetzt haben wir hier die Soße drauf, so von der Mitte ungefähr bis nach außen. Wollen das jetzt hier mal probieren? So, und wie ich mir schon dachte, Flying Goose Soßen feiere ich trotzdem mega. Und guckt euch mal die Konsistenz an, das ist wirklich wie so pürierte Tomaten, passierte Tomaten, irgendwas. Sieht eigentlich aus wie eine Tomatensoße. Ist aber eine reine Chili-Soße, ist schön dick. Finde ich, hat einen guten Geschmack und ist auch nicht zu scharf, auch wenn da besonders scharf draufsteht. Ist sie eigentlich vollkommen in Ordnung, deswegen möchte ich jetzt mal einen Löffel davon auch so probieren, ohne Nahrung.
weil die eben sehr dick und breiig ist. Finde ich auf jeden Fall cool. Flying Goose, auch eine Top-Marke, auch immer nicht so günstig, wenn man es so betrachtet. Natürlich im Vergleich zu diesen anderen extrem Hardcore-Soßen mit was weiß ich wie viel Millionen Scoville immer, trotzdem günstig. Aber Flying Goose kennt ihr bestimmt, gibt es eigentlich überall, Kaufland, Rewe, sonst wie, müsste man immer finden. Blackout habe ich bisher aber nur im Internet gesehen, auf Amazon und eBay und so Zeug. Gibt es glaube ich nicht so im Handel, weil es eben so eine spezielle Sorte ist. Ich merke schon ein bisschen Bläschenbildung trotzdem im Hals, wegen der Spuckeüberlagerung. Es wird alles animiert gerade. Aber das ist eine ganz normale körperliche Reaktion. Ich finde es trotzdem, es ist auszuhalten, es ist angenehm. So würde ich mir den anderen auch noch machen. Die andere Hälfte kannst du dir auf Pizza machen, auf Döner machen. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Sowieso, wenn vom Leon Maurice der Döner kommt, wollte ich die dazu essen, falls der Döner zu trocken ist. Deswegen musste ich die eh jetzt vorher aufmachen. Jetzt haben wir aber die hier, 600.000 Scoville, Mad Dog 357 Hot Sauce, mit 6 Millionen Scoville gemacht, 600.000 sind noch übrig. Ihr habt hier oben so einen Bipfel, den wir wahrscheinlich hätten abschneiden müssen. Ihr habt hier so eine Patrone dran, die könnt ihr euch so als Schlüsselanhänger anheften, könnt ihr immer mitnehmen, da steht auch nochmal Mad Dog 357 drauf. Und wenn ihr das hier aufdreht, dann ist das Ganze, wurde mir nochmal gesagt, ein Löffel zur Dosierung. Das ist wirklich so ein ganz kleiner Mini-Löffel, womit man die Soße dosieren kann. Jetzt frage ich mich, oha, wenn da wirklich so kleine Mengen, wie machst du das dann, Ramses? Und jetzt frage ich mich erstmal, wie mache ich das hier überhaupt auf? Jetzt ziehen wir hier das ab. Wenn die ja hier öffnen, das hätte ich alles schon vorbereiten können. Mein Gott. So, das ist auf. Aber das ist noch nicht ab. Oh, ich muss mal eine Schere holen. Und dann kriegen wir die so raus. Wir können die erstmal schütteln. Scheinen an sich ein bisschen flüssiger zu sein als die, die wir jetzt haben. Ich mache das trotzdem jetzt einfach mal auf. Gucken wir das jetzt mal an. Riecht eigentlich wie Pflaumenmus. Riecht ihr das? Ihr könnt nichts riechen. Ich bin nur ein bisschen irritiert. Nicht so zu sich nehmen, nur verdünnt. Aber wenn ich mir das irgendwo drauf tröpfe, ist sie doch nicht verdünnt. So, jetzt muss ich gucken, wie flüssig die ist, dass wir hier wirklich nur ein paar kleine Tröpfchen auf den Döner machen, auf den Hotdog machen. So, da ist ein Tropfen, sind zweiter Tropfen, ein dritter Tropfen, ein vierter Tropfen, ein fünfter Tropfen. Jetzt ist der Hotdog hier voll getropft mit 600.000 Scoville Mad Dog. Riecht immer noch genau wie Pflaumenmus. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Wenn ich jetzt sterbe, dann okay, bitte nicht nachmachen. Also wenn ihr keine Schärfe esst oder so, dann probiert solche Sachen gar nicht aus. Wenn ihr gerne Schärfe esst, dann ist das vielleicht mal ein tolles Erlebnis. Wir hauen uns den mal jetzt rein, mal gucken, was passiert. Und mir läuft jetzt schon die Brille an. Ich habe noch gar nicht abgebissen. Ich habe das Angstschweiß einfach. Also geschmacklich finde ich die leider nicht so toll.
ist halt, wenn du das drauf machst, hast du halt wirklich wie eine Soße richtig, die du irgendwo drauf machen kannst, womit du was zusammen machen kannst. Das ist halt wirklich wieder, das ist auch wie so ein bisschen Essig. Essig, scharf, Essignote, aber dann viel schärfer als Essig. Das haftet jetzt auch, du merkst das jetzt, wie das haftet, wie das anfängt, wie sich das richtig jetzt verteilt. Wie das auf die Zunge geht, wie die Zunge anfängt zu brennen, wie der Rachen brennt, der Gaumen brennt, die Mundhöhle brennt, alles brennt. Aber es brennt halt einfach nur. Das ist das, was ich immer sage, man kann ja was Scharfes essen, was schmeckt, oder man kann was Scharfes essen, was halt nur scharf ist. Was ich dann meistens nicht so cool finde. Deswegen liebe ich die Samyang-Nudeln, denn die haben so einen tollen Geschmack, kombiniert mit einer richtig heftigen Schärfe. Hier hast du jetzt eine richtig heftige Schärfe, aber an sich halt keinen Geschmack. Und das macht es für mich ein bisschen kaputt. Ich will mich trotzdem mal ranwagen, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen was auf den Löffel machen und das mal so probieren. Oh. Ein Löffel von der 600.000 Scoville Mad Dog 357 Soße. Also wenn das so ist wie jetzt, okay. Ich glaube, es wird natürlich jetzt schlimmer, weil es jetzt viel mehr ist. Eine viel größere Menge. Oder dass da was dazwischen ist. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Nee, aber geschmacklich sagt mir die wirklich gar nicht zu. Wenn du jetzt irgendwas hast, eine Linsensuppe, machst da 2-3 Tropfen rein, dass da Schärfe reinkommt, okay. Dann merkst du ja von dem Geschmack nicht viel, aber wenn du wirklich so auf deinem Döner ein bisschen was drauf machst, oh, die Brille beschlägt. Die Brille beschlägt, okay, die Augen drehen ein bisschen, der ganze Kopf wird warm, der Mund wird warm, die Zunge wird warm, je mehr ihr redet, desto wärmer wird es. Schluckauf ist auch da. Aber ich denke, es ist in Ordnung. Glaubt man vielleicht nicht, wenn man mich so sieht, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Es tut weh, es brennt, es ist scharf, es ist unangenehm, aber es ist okay. Es ist okay, es ist wirklich okay. Ich werde jetzt gleich den anderen Hotdog noch essen, aber mit dieser, weil die auch Geschmack mitbringt, und das ist wirklich nur mal, wenn du mal einen Kumpel probieren lassen willst, so eine Fingerspitze mal, wo du sagst, hier, probier mal, wie findest du das? Oder wenn du wirklich jetzt irgendwas zubereitest, vielleicht zum Würze reingeben, würde ich die nehmen, aber ansonsten hast du halt wirklich nur scharf, aber einfach kein Geschmack. So, sonst war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und eure Mad Dog 357 Hot Sauce aus 6 Millionen Pepper Extrakt mit 600.000 Scoville Schärfe. Ciao.